Was ist unsere Haltung gegenüber den Israeliten? Da gibt es drei Haltungen. Erstens, sie stimmen mit dem Islam überein. Wir finden also im Koran und Sunna eine Bestätigung. Dann sind sie natürlich richtig. Oder sie widersprechen Koran oder Sunna, dann ist es natürlich falsch. Wie zum Beispiel, dass Isa gekreuzigt wurde, alaihissalam. Das wird erwähnt in der Bibel zum Beispiel, aber das stimmt nicht, widerspricht dem Koran. Dann haben wir die dritte Sorte. Es wird weder bestätigt im Koran, noch wird es widerlegt im Koran oder auch Sunna. Das dürfen wir erwähnen, deswegen tun es die Tafsir-Gelehrten, einige. Sie erwähnen diese Israeliyat, wenn es nicht dem Islam widerspricht, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, berichtet über die Kinder Israels, darin ist kein Problem. Das ist nicht haram, dass man berichtet, aber dieser Hadith ist natürlich eingeschränkt mit den Dingen, die nicht dem Islam widersprechen.